Mein Name ist Schudl. René Schudl. Ich bin auf der Suche nach Rohstoff für meine Küche. Heute gehe ich auf Möhren. Willkommen im Funky Kitchen Club, die Essenz des Kochens. Präsentiert von Sucris, Juracell, Lidl Schweiz und Mercedes-Benz. Funky. Ich bin mit dem Moham unterwegs. Hier in Möhren werden wir heute zusammen kochen. You like? But it's nice place. Very nice. Can you see anything in the moment? Yeah. Der Moham arbeitet seit vielen Jahren bei mir im Restaurant. Als Inder ist er nicht der Schneeprofi, dafür kann er indisch kochen wie kein Zweiter. Das ist like typical houses hier. Weil der Moham noch nie in Möhren war, machen wir als erstes einen kleinen Spaziergang. This no problem. Yeah, easy. In Möhren findet heute Weitstyle Open statt. Das ist ein Freestyle-Contest. Der Moham und ich kochen für die Freeskier und für das Publikum. Like family, like story. Yeah. Unterdessen ist bei der Station von Mürrenbahn auch unser Material angekommen. Der Ueli Bühler vom OK holt uns ab mit einem Schlitten. Jetzt wäre ich froh, wenn wir gerade gehen könnten sofort und wir noch viel zu tun haben. Ja, klar. Geht das? Ja, das geht. Zweite Style Open ist ein kleiner Anlass, der von den Mürner Freeskier und Snowboarder organisiert wird. Sie haben heute alle Hände voll zu tun, um alles rechtzeitig fertig zu haben. Hey, wir los? Ja. Also, jetzt geht das da. Jetzt müssen wir hier alles hindern, dann geht es eben noch der Stutz ab. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen schreissen. Aber das geht das schon. Ja, ja. Möhren ist ein autofreier Ort. Es sind nur wenige Spezialfahrzeuge unterwegs. Wir transportieren unser Material drum mit dem Horenschlitten. Ah, das ist der beste Look. Ganz. Wir sind vom Gelände vom Whitestyle Open angekommen. Es liegt direkt am Dorfrand. Die Vorbereitungen für einen Contest sind voll im Gang. Hey, was hast du jetzt, Diesel? Salut zusammen. Ja, jetzt hat es nicht gut. Nein, gestern Kicker getestet, jetzt setzen wir irgendetwas auch nicht gut. Ja, jetzt. Bei der grossen Schanze treffen wir Simon Abt. Der Shaper. Das ist speziell, weil die Häuser so nah sind. Also es hat jeder recht Angst, wenn er da ja. Ist. Ja. Das ist schon. Es ist nicht einfach, man geht locker drüber. Nein. Auf dem Kicker finden am Nachmittag die Qualifikationen statt. Der Finale ist dann am Abend spät im Dunkeln. I explain you what he say. He say you take cheese and then you drive down. No. It's just lean back. A little bit. No problem. Jetzt ist es Zeit, im Gelände unsere mobile Freestyle-Küche aufzubauen. Warm. Very good. Yes, no, and warm. Not cold. No cold. Very nice. Ja, gut. Very good. Der Moham und ich kochen zusammen ein typisches indisches Gericht, eine Brotapfanne. Das Rezept ist das Original-Moham-Rezept. 1 Kilo Bread. Weissmehl. Als erstes machen wir den Brotateig, eine Art Fladenbrotteig, etwas ähnlich wie ein Blätterteig. Bei den Mengenangaben ist es wie immer mit dem Moham. Wie viel er von was nimmt, ist eine reine Gefühlssache. How much? Until I tell you. Okay. More. Direct more? Mm. Enough. How much look like? Like this. More water? Wait, sir. Enough. And this is like a Blätterteig now. Yeah. Enough. Wichtig ist, dass der Teig gut geknetet wird. Es ist noch recht streng, bis der Teig schön elastisch wird. You are still okay? No, still making more.
How long? Half an hour. Half an hour, Mike, like no, this? No, not half an hour. About 10 minutes. I need a little bit soft. To rest after. Yeah. Now rest. Yeah. Huh? Oil. What kind? Sonnenblumen. Sonnenblumen? Yeah. More? Okay. Very good. Like this? How are you going to control? Like this, coming up is good. Dann ist Fleur ist already. Der Teig lassen wir jetzt stehen mit der Sauce an. Wir machen eine Art Curry-Sugo, wo näher ans Gemüse kommt. Wir schneiden Zwiebeln und Tomaten für die Sauce und dünsten alles an. Wie bei vielen Gerichten von Moham braucht es natürlich auch hier Curry Marsala zum Würzen. Wenn alles gut angebrätelt ist, kommt das Gemüse im Mixer. Wir geben Kokosmilch dazu und mixen alles. Jetzt rösten wir den Rest des Gemüses für das Gericht. Gut in Kauf, Sir. Now it's much more business. Thank you. That's what I want to do. Okay, Sir. Thank you. Like this? Yeah. No. State. State? Yeah. That's where I told you. Like this, much more business enough. And this Bratapfanne, is this Indian? This for Indian. A special? Indian special this. Everybody is like in India. In Indien, so erzählt Moham, kochen eigentlich immer die Frauen. Aber weil er so gerne kocht, hat er es selber gelernt. Bei in India normally everybody's house, ladies cooking. Ja. Yeah. Mother, sister. Really? Not man? Not man cooking. But I like cook, I learn cook. So? Okay, enough. Voilà. Okay, now. Gummies, everything is ready. It's ready, huh? Now I make the brota. Jetzt ist das Gemüse parat und wir machen mit dem Brotateig weiter. It's nice, the flour. Yeah. Good. So, now show me the brota deal. Yeah. I want to see now. Now wait 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Okay. Wait in 10 minutes after roll. Okay. Der Teig hat noch mal 10 Minuten geruht und jetzt zeigt mir der Moham seine Technik. Okay. Yes. Der Teig muss ganz dünn werden. Great. That gives the platter take off. Yeah. That's great. Jetzt wollte ich natürlich probieren, ob ich das mit dem Brotateig auch kann. This, this one like this. Yeah. So, like this? Yeah, like yeah. This, yeah. And then? Yeah, another, like this. Very good, very good. Yeah. Yeah, super. Very good, sir. Bevor wir das Gericht servieren, wollen wir es selber probieren. Super. Hey. Good, very good. I am working with the chef 7 years, more than 7 years. I know him. He's very good together, like family. Today is making brota menu, brota fun. They are everybody's happy, everybody's like this, very nice. Das war wirklich auch sehr cool. Ich koche so gerne mit Moham zusammen. Weil es ist so eine Passion, mit ihm zusammen zu kochen. Es ist grossartig. Very good, sir. Thank you.
Club. Später am Nachmittag sind die Qualifikation vom Whitestyle Open voll im Gang. Die Sprünge über einen grossen Kicker werden von den Judges bewertet. Die Besten kommen am Schluss ins Finale. Am Mohamsi Indian Food findet unter den Zuschauern, Freestyler und Organisatoren guten Anklang. Ich bin da nicht so der Spezialist, aber ich finde es gut, ist es noch so leicht süßlich und sehr, sehr fein. Ja. Super haben sie es gemacht, wirklich gut. Es ist richtig anmächelig. I normally hate Thai food, but I really like this. It's really good. It's Indian food, by the way. Oh, it's Indian food. I normally don't like Indian food, but I like this. Also Snowboarder würde man sagen, das ist der Shit. Also das heisst, das ist gut. Ich finde ein bisschen der Shit. It's absolutely wonderful. I was not expecting it to taste like this, and it's great. I love it. Ich wollte mich gar nicht beklagen. Es war super. Sofort wieder. Brata mit Brata Fahne. Gemüse oder like this normally said, Kutu Brata. Oh, die Maßeinheit interessiert ihn nicht. Sie haben keine Maßeinheit. Er macht einfach. Was verhält? Was verhält? Das ist, das spricht für das Gericht, oder? No. I don't like the job because slow is a little bit dangerous for me. Der Funky Kitchen Club. Die Essenz des Kochens. Präsentiert von Sucris, Juracell, Lidl Schweiz und Mercedes-Benz. Der Funky Kitchen Club mit Schudel. René Schudel.